Grau, trist, marode. Ein Wahrzeichen Cuxhavens ist in die Jahre gekommen. Der alte Fischereihafen ist verfallen. Ein bedeutsamer Ort mit 57.000 Quadratmetern voller Tradition, aber mit wenig Glanz. Vorbei sind die glorreichen Jahre, in denen der Fischereihafen boomte. Vorbei die fischwirtschaftliche Blütezeit, vorbei das tägliche Leben. Als Verlängerung für den Urhafen, dem heutigen Lübbert-Kai, wurden von 1920 bis 22 zeitgleich auf der östlichen und westlichen Landseite Fisch- und Netzhallen sowie Fabriken errichtet. Netzmacher Klaus Hankel erinnert sich zurück an seine Arbeiterzeit in der Netzhalle. Mein erster Arbeitstag war der 2. April 1957. Auf diesem Netzboden wurden die Netze repariert. Wurden langgeholt, ausgeklart und wurde dann repariert. Alles, was kaputt war, rausgeschnitten, neue Teile reingesetzt. Und das war eben der Reparaturboten. Für jedes Netz waren 4 Mann immer beschäftigt. Aha. Wenn wir jetzt 2 Netze haben, es hier gingen manchmal 3 Netze nebeneinander, die zur gleichen Zeit repariert wurden. Mhm. Und dann war das eben aufgeteilt. Und dann meistens noch ein paar Jungs dazu. Die Netze wurden ja von Bord geholt. Das war ja nur meist ein Klumpen. Und den haben wir erstmal ausgeklart. Erstmal von Bord holen, auf den Wagen geladen, dann in die Halle gebracht und dann wurde es ausgeklart. Und das Ausklaren ist ja eins der Wichtigen. Und wenn man hier jetzt das Blaue sieht, das ist sozusagen das Grundtau. Und das Grundtau lag immer oben auf, konnte man schön ausgehen. Und dann ging man weiter an die Lasche, da kann man es auch wunderbar sehen. Es wurde auseinandergelegt und das Grundtau liegt jetzt ein bisschen links, was dann links und rechts am Boden. Und was hier vorne ist, das ist Obernetz. Dahinter denn war der Kohlenplatz. Kohlenplatz, ja. Und dahinter dem Kohlenplatz war ja unser Galgen, wo wir die Netze aufhängen zum Trocknen, aufgedreht haben. Das ist alles weg, das war gleich hinter der Zimmerei. Dann waren noch ein bisschen Lagerräume für Öl und so weiter. Mhm. Und dann kam die große Alemannenhalle. Da haben wir dann auch, wenn wir die Liegezeit hatten, dann wurden dort die Kurlein gelagert, bis das Schiff wieder auslief. Denn die Winden wurden ja meist auseinandergenommen, nochmal überholt alles. Die mussten immer von Bord gezogen werden. Über einige Jahre spielte sich das Hafenleben auf dem rund 700 Meter langen Teilstück ab. Doch mit dem Ausbau des neuen Fischereihafens begann auch der Verfall des verlängerten Hafenstücks. Größere Schiffe steuerten am alten Fischereihafen vorbei und nutzten von nun an den tidenfreien Fischereihafen. Fischverkäufe fanden folglich in anderen Auktionshallen statt. Einer, der diesen Wandel miterlebte, ist Wolfgang Gewiese. Der ehemalige Kapitän erlebte die Hochzeit des alten Fischereihafens, aber auch den langsamen Zerfall des einstigen Aushängeschildes Cuxhavens mit. Ja, also angekommen bin ich hier, muss ich sagen, 1959 mit so einem Pappkarton und wollte zur See fahren in der Hochseefischerei. Und das war hier damals das Hauptquartier der Nordsee in Cuxhaven. Wir hatten hier einmal die Nordsee Bremerhaven und diesmal die Nordsee eben in Cuxhaven. Und dies war eigentlich quasi das Hauptgebäude. Von hier wurde die ganze Flotte gesteuert. Man musste hier raus, aus Platzgründen. Das platzte aus allen Nähten hier. Ja. Und die Fischereientwicklung, man überlegt mal, 59 habe ich angefangen, da hat man sich ja schon damit beschäftigt, dass man hier weg muss. Wir hatten eine Riesenflotte. Und wohin mit den ganzen Schiffen? Das war hier alles viel zu eng. Und die großen Schiffe, zum Beispiel die Uniklasse, die ist hier nie drin gewesen. Die mussten drüben einen größeren Hafen haben, wo sie gehandelt werden konnten. Über einige Jahre begleitet den alten Fischereihafen ein leidiges Kapitel, die morsche und marode Pier. Ein Thema, das der ehemalige Kapitän mit Verwunderung verfolgt. Ja, geärgert habe ich mich vor allen Dingen, wenn man... Ich kenne ja nur noch die alte Zeit und was auf dieser Pier alles los war. Hier sind schwerste Lasten bewegt worden, und zwar die ganze Pier. Da lagen zigtausend Tonnen von Kohle in Reserve. Ich wollte nur sagen, was gesagt worden ist, die Pier bricht zusammen und das ist alles morsch und so weiter, die ist nicht verdichtet. Mehr verdichten kann man gar nicht, wenn hier Jahrzehnte, Tausende von Tonnen Kohlen lagern und hier ist es Eis, hier sind Eisenbahnlinien draufgefahren und Nachschub für die Flotte bewegt worden, schwerste LKWs, was damals ist auf dieser Pier alles bewegt worden. Und dann zu sagen, das ist alles brüchig und sperrt das alles ab und jetzt ist alles wieder weg, das heißt jetzt hält das wieder, also das ist so ein bisschen merkwürdig. Wie die Cuxhavener hat auch Wolfgang Gewiese einen Wunsch für seinen ehemaligen Arbeitsplatz. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass die Pier
erhalten bleibt, da fange ich erstmal an, weil ich ja vom Wasser komme. Und dann, also ich bin überrascht oder lass mich überraschen, was hier passieren soll. Aber das ist ja, welche Stadt hat schon einen Hafen direkt in der Innenstadt? Wo gibt es das überhaupt? Ja. Und da müsste man, also ich würde mich freuen, wenn das klappen würde, dass man hier eine Struktur reinkriegt, dass hier Leben reinkommt, in diesem ganzen Bereich. Selbst da drüben, das ist ja auch alles so ein bisschen in die Tage gekommen, aber grundsätzlich der Hafen hier mitten in der Stadt, das ist ein Juwel. Und das Juwel der Stadt soll wieder erstrahlen. Bis zum heutigen Tage wanderten zahlreiche Betriebe und Restaurants aus dem Bereich ab. Doch das soll sich nun ändern. Norbert Plumbeck ist 2017 angetreten, um aus dem alten Fischereihafen ein neues maritimes Zentrum zu entwickeln. Zwar ist noch nichts gebaut, aber die Weichen sind gestellt und die ersten Visionen schimmern am Horizont. Tiefgaragenplätze, Hotel- und Büroneubauten, Restaurants sowie die Reaktivierung des Stäubenhöfts im Kreuzfahrtgeschäft. Interessant ist das Projekt nicht nur inhaltlich, sondern auch von der Planungsseite her betrachtet. Selten zuvor waren die Cuxhavener Bürger so intensiv an dem Meinungsfindungsprozess beteiligt. Im Oktober starteten Plumbeck und die Stadt Cuxhaven einen Planungswettbewerb. Architektur- und Stadtplanungsbüros sind daran beteiligt. Drei Vorschläge sind nun in einem Architekturwettbewerb vorgestellt worden. Die Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe-Zeitung haben alle Entwürfe den Bürgern präsentiert. Doch bevor eine Jury am 29. Januar den Gewinner kürt, sind die Mitmenschen in Cuxhaven gefragt. Gefragt sind nun auch Sie, Herr Plumbeck. Karten auf den Tisch. Welches Konzept favorisieren Sie?